Hallo, du bist im letzten Video des Videozyklus lineares Wachstum angekommen. Das ist das Mastery-Video. Jetzt bist also du gefragt. Du wirst rechnen, ich gebe dir aber Lösungen. In diesem Video wirst du selbst lineares Wachstum grafisch darstellen, eine Textaufgabe lösen und eine Umkehraufgabe lösen. Hier ist eine Aufgabe. Saskia und Aaron möchten Tennis spielen und leihen sich dafür zwei Tennisschläger aus. Die Benutzung des Tennisplatzes kostet pro halber Stunde 3 Euro. Für die Schläger müssen Sie in der Kasse 10 Euro pro Schläger als Kaution hinterlegen. Deine erste Aufgabe lautet, zeichne eine lineare Funktion, die die Kosten für das Tennisspiel darstellt. Dazu ein paar Tipps. Um eine lineare Funktion zu zeichnen, ist es nützlich, wenn man ihre Funktionsgleichung kennt. Die allgemeine lineare Funktionsgleichung lautet y ist gleich k mal x plus d, was du ja bereits weißt. D ist dabei die einmalige Gebühr, die unabhängig von der Zeit ist. Die wird nur einmal bezahlt. X ist die Zeit, y sind die Kosten und k, das ist der Betrag, der öfters bezahlt wird. Manchmal wird k auch Wachstumsfaktor genannt. Drücke jetzt auf Stopp und finde heraus, was k und d in dieser Aufgabe ist. Und hier die Lösung. D ist die Gebühr, die Saskia und Aaron einmalig an der Kasse bezahlen müssen. Dieser Wert ist unabhängig davon, wie lange sie spielen. Das ist also die Kaution in der Höhe von 10 Euro pro Schläger. Da sie zwei Schläger brauchen, müssen sie die Kaution auch zweimal bezahlen. Also 2 mal 10 Euro sind 20 Euro. Das ist unser D. K ist der Betrag, den Saskia und Aaron pro Zeiteinheit bezahlen müssen. Dieser Wert ist also davon abhängig, wie lange sie spielen. Pro halber Stunde müssen sie 3 Euro bezahlen. Das heißt, unser K sind 3 Euro. Nun können wir sehr schnell die lineare Funktionsgleichung aufstellen. Y ist gleich, wir setzen ein, 3 mal x plus 20. Aber Achtung! Diese Funktionsgleichung gilt nur dann, wenn wir x wie im Text in halben Stundeneinheiten berechnen. Also nur dann, wenn x in halben Stunden gerechnet wird. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel, wenn wir den Preis für eine Stunde Tennis spielen berechnen müssten, für x 2 einsetzen müssten. Denn eine Stunde hat ja 2 halbe Stunden. Du siehst schon, das ist etwas mühsam. Deswegen hier eine andere Lösung. Dafür überlegen wir uns, wie viel die Benutzung des Tennisplatzes für eine ganze Stunde kostet. Aus dem Text können wir herauslesen, dass eine halbe Stunde für die Benutzung des Tennisplatzes 3 Euro kostet. Eine ganze Stunde ist doppelt so viel wie eine halbe Stunde, also mal 2. So müssen wir auch die Kosten verdoppeln, mal 2 rechnen. 3 mal 2 ist 6. 6 Euro kostet die Benutzung des Tennisplatzes für eine ganze Stunde. Und diese 6 Euro, das ist unser neues K. Wir können so also eine Funktionsgleichung aufstellen für x in ganzen Stunden. Wir setzen einfach für k jetzt 6 statt 3 ein. So kommen wir auf y ist gleich 6 mal x plus d. Und d bleibt gleich hoch, 20, denn das ist unabhängig von der Zeiteinheit, wie wir sie wählen. Diese Funktionsgleichung gilt also dann, wenn wir x in ganzen Stunden wählen. Jetzt musst du noch wissen, wie man k und d in ein Koordinatensystem einzeichnet. So ein Koordinatensystem habe ich hier schon eingeblendet. Die waagrechte Achse, die x-Achse, bezeichnet die Zeit in ganzen Stunden. Die y-Achse, die senkrechte Achse, zeigt die Kosten in Euro. Hier meine Tipps. Die lineare Funktionsgleichung lautet y ist gleich 6 mal x plus 20 für ein x in ganzen Stunden. D zeichnest du auf der y-Achse im Schnittpunkt 0d ein. Für k benötigst du ein Steigungsdreieck. Drücke jetzt auf Stopp und versuche, k und d einzuzeichnen und damit eine lineare Funktion aufzustellen. Und hier die Lösung.
D zeichnest du auf der y-Achse im Punkt 0, 20 ein, denn unser D ist ja 20. Von diesem Punkt aus machst du jetzt einen Steigungsdreieck, um K einzuzeichnen. Ein Steigungsdreieck zeichnest du am einfachsten, wenn du eine Einheit nach rechts gehst, das heißt in unserem Fall eine ganze Stunde nach rechts, und von hier aus dann K Einheiten nach oben. In unserem Fall ist K 6, deshalb gehen wir auch 6 Einheiten nach oben. Nun musst du nur mehr die richtigen Eckpunkte des Steigungsdreiecks verbinden und schon hast du den Funktionsgraphen deiner linearen Funktion. Durch das Verbinden der Eckpunkte erhältst du diesen blauen Funktionsgraphen. Dieser Funktionsgraph f stellt die Kosten für das Tennisspiel dar. Wenn das bei dir auch so aussieht, dann hast du die erste Aufgabe erfolgreich gelöst. Und nun zur zweiten Aufgabe. Wie viel müssen Saskia und Aaron bezahlen, wenn sie 3 Stunden lang Tennis spielen wollen? Keine Sorge, auch hier habe ich Tipps für dich. Aus der Fragestellung, wie viel müssen sie bezahlen, kannst du herauslesen, dass in dieser Aufgabe jetzt die Kosten gesucht sind. Und die Kosten haben in dieser Aufgabe die Variable y. Nun musst du nur mehr in die Funktionsgleichung, die du vorher gefunden hast, y ist gleich 6 mal x plus 20, für x die Zeit einsetzen, für die du den Preis suchst. Drücke jetzt auf Stopp und überlege dir, wie viel die beiden bezahlen müssen, wenn sie 3 Stunden lang spielen. Und hier die Lösung. Um zu berechnen, wie viel Saskia und Aaron an der Kasse bezahlen, wenn sie 3 Stunden lang spielen wollen, setzen wir für x 3 ein. Denn sie wollen ja 3 ganze Stunden spielen und die Funktionsgleichung y ist gleich 6 mal x plus 20 ist ja für ein x in ganzen Stunden. Das heißt, wir setzen ein. Y ist gleich 6 mal x, in unserem Fall jetzt 3 Stunden, plus 20. Wir berechnen, 6 mal 3 ist 18, plus 20 ist 38. Saskia und Aaron müssen also 38 Euro an der Kasse bezahlen, wenn sie 3 Stunden lang spielen wollen. Und nun zur letzten Aufgabe. Saskia und Aaron haben nur 30 Euro dabei. Wie lange können sie dafür spielen? Hier meine Tipps. Aus den Wörtern wie lange kannst du herauslesen, dass diesmal die Zeit und nicht der Preis gesucht ist. Die Zeit hat in unserer Aufgabe die Variable x. Wir suchen einen Wert für x. Was wir außerdem aus dem Text herauslesen können, ist, dass Saskia und Aaron maximal 30 Euro bezahlen können. So viel haben sie nämlich dabei. Das heißt, die Kosten dürfen nicht höher als 30 Euro sein. Damit sind die Kosten, die sie maximal bezahlen können, 30. Und die Kosten haben in unserer Aufgabe die Variable y. Daher ist y gleich 30. Drücke jetzt auf Stopp und versuche herauszufinden, wie lange Saskia und Aaron mit 30 Euro Tennis spielen können. Diese Aufgabe kannst du auf unterschiedliche Weisen lösen. Zuerst zeige ich dir eine rechnerische Variante. Dafür benötigst du die Funktionsgleichung von vorher. Y ist gleich 6 mal x plus 20 oder verdreht angeschrieben 6 mal x plus 20 ist gleich y. Wir wissen, dass Saskia und Aaron maximal Kosten y in der Höhe von 30 Euro bezahlen können. Daher setzen wir für y 30 ein und erhalten diese Funktionsgleichung. Nun möchten wir einen Wert für x erhalten. Daher bringen wir die Zahlen auf die eine Seite des Ist-Gleichs und lassen x auf der linken Seite des Ist-Gleichs stehen. Wir machen eine Äquivalenzumformung. Zuerst rechnen wir minus 20 und erhalten so auf der linken Seite 6 mal x, auf der rechten Seite 30 minus 20 ist gleich 10. Nun müssen wir noch durch 6 dividieren. So erhalten wir x ist gleich 10 dividiert durch 6 oder 10 Sechstel. Dieses Ergebnis müssen wir noch kürzen. 10 Sechstel gekürzt durch 2 ist 5 Drittel.
Das bedeutet jetzt, dass Saskia und Aaron für 30 Euro 5 Drittel einer Stunde spielen können. 5 Drittel einer Stunde ist nichts anderes wie eine ganze Stunde und 2 Drittel von einer Stunde oder eine ganze Stunde und 2 Drittel von einer Stunde sind 40 Minuten, denn eine ganze Stunde hat ja 60 Minuten. Da Saskia und Aaron immer für eine halbe Stunde im Voraus bezahlen, können sie auch nur immer für eine Stunde, eineinhalb Stunden, 2 Stunden und so weiter zahlen. Das heißt, wir müssen abrunden zur nächsten halben Stundeneinheit, also einer Stunde und 30 Minuten. Saskia und Aaron können also mit 30 Euro eine Stunde und 30 Minuten Tennis spielen. Das Ganze kannst du auch dem Funktionsgraphen erkennen. Dafür zeichne einfach eine Linie bei y ist gleich 30, denn das sind die Kosten, die Saskia und Aaron maximal bezahlen können, 30 Euro. Der Schnittpunkt zwischen dem blauen Funktionsgraphen und dieser Linie ist genau die Zeit, die Saskia und Aaron maximal bezahlen können. Das wären in unserem Fall 1 Stunde und 40 Minuten. Das erkennst du, wenn du hier nach unten gehst und auf der Y-Achse abliest. Etwas über 1,5. Da wir aber nur in halben Stundeneinheiten zahlen können, müssen wir abrunden. Mehr können sie hier nicht bezahlen. Das heißt, wir runden zur nächsten halben Stundeneinheit ab und kommen so auf 1,5 Stunden. Genau das Ergebnis, was du auch vorher erhalten hast. Saskia und Aaron können maximal 1,5 Stunden für 30 Euro Tennis spielen. Alles kapieren und lösen können? Wenn nicht, dann schau dir am besten dieses Video noch einmal an. Wenn schon, dann gratuliere! Du bist jetzt ein Master im linearen Wachstum.